Wenn ich sein Bild anschaue, dann sehe ich einen freundlichen Mensch. Und wenn ich sehe, dass, wie er schaut, er ist auch nicht so dünn, er hat einen schönen Bauch. Er hat die Frauen auch sehr gerne gehabt. Er hat die Musik sehr gerne gehabt. Ich bin sicher, dass er auch ein gut Glas Wein sehr gerne gehabt hat. Und ich bin sicher, dass der König in einem anderen Leben Cellist geworden wäre. Und dass er daran verhindert ist, weil er auch noch König sein musste. Ich glaube, das ist eine furchtbare Aufgabe. So klar, ich kann, wenn ich aus meinem Gefühl spreche, dann sehe ich, ha, das ist einer von uns. Thank you.
ist natürlich ein genialer Mensch. Und als er als 12-Jähriger schon richtig Cello spielen konnte, auch mit den neuen Erfindungen von Daumenlagen, wo man so auf den, der hat er nicht erfunden, aber er hat es gleich gut gekonnt. Und ja, der Arme, da war er 12 Jahre alt und hatte nur für sich gesehen, eine Karriere von im Orchester sitzen mit den Bassen mitmachen. Und weil er genial war, hat er natürlich gedacht, ja, ich muss was erfinden. Sein Vater war auch Cellist. Und dann hat er diese Sonaten erfunden. Und wenn Sie die Sonate hören, würden Sie sagen, ja, ich vermisse hier eigentlich nichts. Dazu braucht man keine Geige oder Klavier zu haben. Wunderbare Stücke sind das. Und das ist seine Idee. Und bei Boccherini ist es auch die Mentalität von einem Cello. Ein Cello ist so ein akustisches Ding. So ein, das klingt so schön. Das klingt, das eine Geige kann, ein kleiner Pizzicato, weil er gleich geht, so, also ein Pizzicato auf ein Cello geht. Hören Sie, wie eine Gitarre. Und diese akustische Dose, der hat ihn also inspiriert, um eigentlich eine Musik zu machen, die auf Klang gebaut ist. Wenn man ein Quintett von Boccherini, und der König hier hat 25 Quintette, hat er hier gehabt in seiner Bibliothek und gespielt und geschätzt und geliebt. Und wenn man so ein Stück von Boccherini spielt, man spielt eine leere Seite, man ergötzt sich. Es ist so, weil wir einfache Sachen spielen, Boccherini Quintett, und man denkt, mach weiter, oh, ist es herrlich. Ich habe diese Stücke gewählt mit einer Idee. Zuerst hören die Leute die Sonate von Boccherini und die hören dann das Ideal, was die alle vorgeschwebt hat. Hier, ich meine, in Preußen, in Potsdam, das fanden die schönste Musik, da bin ich von überzeugt. Der Graziani hat versucht, es nachzumachen.
Man fühlt in diesem Stück, findet man richtig Schwierigkeiten mit Dezimen und Oktaven. Und da muss ich wieder denken, vielleicht war der König so ein Amateur, der am liebsten sehr schwierige Sachen spielte. Und wenn er dann so gespielt hat. Und das ganze Hof daneben stand mit so einem Lächeln. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sehr gut gespielt.